Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die hohen Zugangszahlen und die enormen Steigerungsraten im letzten Jahr haben die Notwendigkeit in der Tat geschaffen, hier auch über unsere Strukturen nachzudenken im Land, sowohl was die Erstaufnahmesituation angeht, wie auch die Form der Finanzierung, insbesondere auch an unsere Kommunen. Nachdem wir dann im Herbst letzten Jahres mit den anderen Ländern zusammen den Bund nach langen Verhandlungen endlich abbringen konnten, sich an dieser Finanzierung der gesamtstaatlichen Aufgabe zu beteiligen. Herr Cooper, die CDU war da übrigens nicht sehr unterstützend tätig, hätten wir uns auch mehr Unterstützung von Ihnen gewünscht. Nachdem wir das geschafft haben, hat sich die Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden zusammengesetzt und gesagt, wie schaffen wir das? Wie kriegen wir jetzt eine gute Finanzierung an die Kommunen hin? Und da ist einvernehmlich, und das will ich hier noch mal darstellen, einvernehmlich, das ist wichtig, ist hier diese Systemumstellung mit den kommunalen Spitzenverbänden erfolgt. Das heißt, 2017 gibt es eine Monatspauschale. Und es ist auch einvernehmlich festgehalten worden, dass der Schlüssel, den wir haben mit den 90-10, so sachgerecht ist. Das war alles Konsens. So, weiter ist festgehalten worden, dass es eine Ist-Kostenerhebung gibt. Das heißt, es wird auch über 2017 hinaus jetzt schon überlegt oder jetzt schon klar gemacht, wir wollen aufgrund einer Ist-Kostenerhebung dann noch mal ran. Wir wollen diese Pauschale dynamisieren. Und es ist vor allen Dingen auch klargestellt worden, dass wir eine Pauschale und nicht so wie Herr Cooper Sie hier fordern, ich weiß nicht, ob Sie mit den Kollegen auch nicht mal reden, ja, dass das Pauschalsystem jetzt durch eine Vollkostenerstattung zu ersetzen, wo wir gerade Ende Dezember ist das vor der Weihnachtspause so unterschrieben worden, dass die Pauschale hier die richtige Antwort ist und nicht die Vollkostenerstattung, auch für die Kommunen. Und es wurde auch einvernehmlich festgehalten, dass wir 2016 aufgrund dieser Systemumstellung, die alles der auch nicht mal ebenso schnell geht, dass wir 2016 ein Übergangsjahr haben werden und dieses Übergangsjahr, wie das ausgestaltet wird. Und da will ich auch noch mal sehr deutlich sagen, wir fangen 2016 an mit einer strukturellen Erhöhung der Pauschale um mehr als 30% an die Kommunen. Der Kollege hat eben auf die Entwicklung der Zahlen hingewiesen. Und das ist auch sehr wichtig, auch eine Forderung der Kommunen. Wir nehmen auch die Geduldeten bei der Zählung jetzt mit dazu. Eine Forderung, die ich auch immer richtig fand, dass wir da auch mal jetzt etwas gerechter diese Gruppe, die ja auch für die Kommunen erheblichen Kostenaufwand bedeuten, mit reinnehmen. So, soweit die Theorie. Was richtig ist in der Analyse und in der Praxis, ist es, dass es tatsächlich, das sage ich hier auch für meine Fraktion ausdrücklich, dass das nicht in Ordnung war, dass es hier enorme Verwerfungen bei der Zuweisungspraxis durch die Bezirksregierung gegeben hat im Übergangsjahr. So, und jetzt aber Ihre Schlussfolgerung, Herr Cooper, finde ich völlig falsch, weil Sie damit die ganze Problematik, na sagen wir mal, im besten Fall verschlimmbessern. Weil Ihre Schlussfolgerung jetzt zu sagen, dann nehmen wir doch einfach den 1.1., zählen alle, und dann gibt es genau zu diesem Stichtag die 10.000 Euro pro Kopf. So einfach ist es leider nicht, weil diese 10.000 Euro ja eine Jahrespauschale sind und Sie jetzt einen Stichtag sich aussuchen und dann über das ganze Jahr, wo wir ja gleichzeitig die Verteilquote ja auch wieder mehr Gerechtigkeit herstellen wollen, könnten mit Ihrem Vorschlag, erweisen Sie unter Umständen die Kommunen einen Bärendienst, weil am Ende des Jahres mit dieser Abrechnung sich sehr viele Kommunen auch wieder zu Recht ungerecht in der Finanzierung sehen, weil wir, wie gesagt, eine Jahrespauschale haben, die man nicht zu einem fiktiven Zeitpunkt jetzt fürs ganze Jahr berechnen kann. Das heißt, in diesem Übergangsjahr, und das finde ich das viel zielführendere, muss doch der Interesse sein, und das macht ja die Landesregierung auch, dass die Zuweisung der Finanzen sich wieder angleichen an den Zuweisungen der Flüchtlinge in die Kommunen. Da brauchen wir den Gleichgewicht. Da ist ein Stufenplan vorgelegt worden. Die Maßnahmen sind eingeleitet. Das heißt, die untergedeckten Städte bekommen jetzt ausschließlich Zuweisungen und die anderen bekommen jetzt eine Atempause, weil in den Landeseinrichtungen ja auch noch freie Kapazitäten sind, sodass dieses Ungleichgewicht jetzt
möglichst schnell wieder ins Gleichgewicht gebracht wird. Und, das will ich auch noch mal dazu sagen, wir haben auch eine Revisionsklausel in der Vereinbarung mit den Kommunalen Spitzenverbänden drin. Das heißt, dass man sich auch Mitte des Jahres noch mal zusammensetzen wird, wenn es hier die Sachen nicht richtig laufen. Das heißt, wir sind da auf dem richtigen Weg, mehr Gerechtigkeit herzustellen. Mit Ihren CDU-Forderungen erweisen Sie den Kommunen, glaube ich, einen Bärendienst. Die helfen denen wirklich nicht weiter, sondern dass der Weg, der jetzt eingeschlagen worden ist, sollte konsequent weitergeführt werden. Dann haben wir auch wieder mehr Gerechtigkeit im Land. Schönen Dank.